In Berlin entsteht im Moment fast ein Viertel der bundesdeutschen Spielfilmproduktion. 14 Projekte werden in diesen Tagen realisiert. Diese Sendung zeigt Beobachtungen bei der Arbeit an Film, erste Arbeitsergebnisse, also nicht Teile fertiger Filme, und schließlich Gespräche mit den Regisseuren. Die dritte. Action. Wer einen Spielfilm produziert und garantieren kann, dass ein großer Teil der Arbeiten daran in Berlin und vor allem in Zusammenarbeit mit Berliner Betrieben stattfinden wird, hat Chancen auf einen begünstigten Kredit aus den Mitteln der Berliner Filmförderung. Entscheidend für die Förderung sind nur wirtschaftliche Aspekte. Eine inhaltliche Auswahl soll nicht stattfinden. Diese Wirtschaftssubventionierung ist außerordentlich erfolgreich. Der Etat ist in diesem Jahr von 10 auf 14 Millionen Mark erhöht worden. Doch auch dies reicht nicht aus, um allen Anträgen gerecht zu werden. Nach 20 dürren Jahren herrscht in Berliner Filmateliers wieder Hochbetrieb. Hinter der Kamera Dietrich Lohmann. Davor Joe Higgins, Mario Adorf, Veruschka von Lehndorf, Julien Guillaumard, Andrea Feriol. Eine deutsche Produktion versucht eine internationale Filmkomödie. Den Gesichtsanschluss? Du machst immer richtig. Regisseur und Autor ist Nikos Perakis, Filmausstatter vieler deutscher Filme von Lina Brake bis zur Blechtrommel. Regisseur des Films Bomber und Paganini, ebenfalls mit Mario Adorf. Die Venus von Milo steht nicht im Louvre, das ist nur eine schlechte Kopie, sondern auf der Insel Milos, irgendwo unter der Erde. In einer romantischen Höhle, versteht sich. Ein multinationaler Konzern aber beherrscht die Insel. Und so weiter. Titel des Films: Milo, Milo. Adorf über die Schwierigkeiten der Deutschen mit dem Komischen. Bei uns gibt es diesen ganz großen Unterschied. Entweder waren es eben Klamotten, das waren also früher die Bayern-Filme oder die irgendwelche, die richtigen Klamotten. Und dann gab es eben den ernsthaften Film. Und dann dazwischen war überhaupt nichts. Und ich habe eigentlich schon in Italien immer gesehen, wie die das können, so eine gehaltvolle Komödie machen. Soziale Missstände anklagen und trotzdem das alles mit Hilfe über die Komödie. Und diese Möglichkeit haben wir nie. Wenn es bei uns um ein ernstes Thema geht, dann muss das ein ernster Film sein. Nicht mehr, wenn es komisch sein soll, dann muss alles komisch sein. Nicht mehr, diese, und das ist eben auch das Schöne gerade hier bei Perakis, auch bei diesem Film. Da werden also ganz wichtige und große Probleme angesprochen, also Umweltprobleme, nicht wahr, da unten auf der Insel, diese Ausbeutung, nicht wahr, der Natur und so weiter. Viele, viele kleine Dinge, auch die spezifischen griechischen Seitenhiebe auf mancherlei Missstand. Und trotzdem ist das Ganze eingebettet eben in diese ungeheuer turbulente Komödie. Das geht eben nach meiner Meinung zusammen, nur wissen wir eben nicht wie.